Weiter geht's bei Resident Evil Village. Ja, den Angriff haben wir überlebt. Uns geht's mehr oder weniger gut. Aber wir haben jetzt eine neue Waffe. Kann ich die irgendwie bewegen? Shift, Tatsache. Oh ne. Ah, cool. Okay. Ja, dafür haben wir zwar jetzt keinen Schuss mehr. Aber das Wichtige ist, wir leben. Und anscheinend sind jetzt die ganzen Werwölfe abgehauen. Mit ihrem Meister da. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe, hoffentlich. Und können uns vielleicht noch mal ein bisschen umgucken. Da, rostige Reste. Ich gucke gleich mal noch, was ich craften kann. Boah, stressig der Angriff. Sehr, sehr stressig. Okay, also ja klar, schießt man da drauf, dann macht's Bum Bum. Das hätte ich vielleicht auch benutzen können. Und diese alte Frau haben wir gesehen. In der letzten Folge. Man hört die auch noch ein bisschen klimpern. Da ist die ja. Hey! Moin. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yeah. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Oh man. Oh. Kommen die jetzt echt wieder? Ich dachte, wir hätten es jetzt erstmal geschafft. Aber natürlich nicht. Dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Hi. Na. Chemikalie. Oh. Oh, große Lichens? Sagenhafte Wolfmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Oh, hier wollte aber jemand dann auch zerrissen werden. Alles klar. Oh, da brauchen wir wahrscheinlich so einen Lockpick. Oh. Okay, also jetzt gerade wirkt es noch relativ ruhig, aber die Essensglocken wurden geläutet. Ich glaube, wir sind auf der Speisekarte. Karte aufrufen. Ah, guck mal. Stimmt, hier sieht man es. Da brauchen wir einen Lockpick für. Wie kann ich die denn bewegen, bitte? Hallo. Ich will ein bisschen hier so, ne? Da steht doch. Ach so. Hä? Okay. Schmiedeiserner Schlüssel. Ach gut, wir können sogar wieder hier zurück. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel für. Hier haben wir noch nicht alles durchsucht. Bauen wir auch einen, auch ein. Ja, okay. Ich will jetzt nicht zu oft immer auf die Karte gucken, weil das macht immer diese... Die Immersion macht das irgendwie für mich ein bisschen weg. Wenn wir es brauchen, gucken wir auf die Karte, keine Sorge. Aber sonst will ich hier die Atmosphäre genießen, weil die ist echt cool in dem Game. Zeremonieplatz, Schloss Dimitrescu. Ja. Hi. Da blinkt was. Muss ich mal drauf schießen? Ein Kristallfragment.
Ist das wieder ein Schatz? Ist es. Wertvoll. Nice. Boah, wir machen so viel Cash. Wir werden so viel Cash machen. Hier rein? Nee. So, hier fehlt uns wahrscheinlich wieder die Kurbel, ne? Ja, natürlich. Kommen wir hier rein? Nee. Ah, ja, stimmt. Ich wollte ja mal gucken, ob wir noch was craften können. Da fehlt uns was, da fehlt uns auch was. Okay. Können wir also nicht. Na super. Aber okay, ich habe 10 Schuss im Magazin. Noch weitere 23 so. Oh, da ist was drin. Komm ich bitte da rein? Von der anderen Seite? Nee. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Okay, hier geht's zum Schloss. Okay, da fehlen uns so zwei Sachen. Okay, okay. Kriegen wir alles hin. Festung, Friedhof, Sägewerk. Wir gucken uns um, keine Sorge. Okay, hier fehlt uns auch ein Schlüssel. 6 geflügelten... Oh, okay. Das ist ein Vogel. Den habe ich, den haben wir doch schon mal gesehen. Soll ich den auch mal abschließen? Ich probiere es jetzt einfach mal, weil sonst... Tatsächlich bringt das was. Super. Okay, das ist gut zu wissen. Ich weiß, ich will nicht Schüsse verbrauchen oder verschwenden. Aber siehst du, dadurch konnten wir natürlich wieder rostige Reste finden. Man muss ausprobieren. Man muss ausprobieren. Und hier ist auch noch so ein Schrein. Wir opfern dieses... Oh, wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Er ruft ja quasi nur dazu, zerstört zu werden, ne? Miranda, dann komm. Haha. Komm. Hol mich. Okay. Hier oben ging es weiter, glaube ich, ne? Ich meine, hier war noch so ein Tor. Ja. Hi. Na? Ist irgendwo wieder so ein Vogelkäfig? Okay, wieder eine Kurbel. Oh, wir brauchen echt die Kurbel. Dann können wir echt viele von diesen Brunnen da untersuchen. Doch, ich höre hier echt irgendwas. Habt ihr das gehört? Dieses... Na egal. Finden wir schon. Klopf, klopf. Ich bin da. Da blinkt wieder was. Juhu. Oh, da ist so eine Scheibe. Und hier ist eine Schreibmaschine. Hier kann ich speichern. Na endlich. Habe ich jetzt? Habe ich. Oh, na endlich. Ich kann speichern. Sehr gut. Oh. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die 2 Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Lucias Haus. Okay, ich denke mir, wir sind in der Kirche, so wie das aussieht. Und wir nehmen das und jetzt kommt irgendwas. Oder auch nicht, alles klar. Jetzt kommt was. Ja, ey, nehme ich mit, nehme ich mit. Oh. Vogelscheuche. Da freue ich mich. Okay. Wir gehen erstmal in diesen kleinen Schuppen rein. Und gucken, was da drin ist. Oh, nee, hier kann ich wieder zumachen. Moin. Na klar. Natürlich sind hier wieder welche. Was habe ich denn auch erwartet? Oh, jetzt habe ich eine Mine. Was ist das eigentlich? Mehlsäcke, ne? Ich habe vorhin irgendwie gelesen, was stand da? Du kannst sie abschießen, um die zu blenden.
Die Werwölfe da? Da sind sie doch. Ihr Pisser. Okay. Ich kann mir wieder Schuss machen, aber noch habe ich eigentlich genug. Ich habe noch relativ viel. Ich mache mir erst wieder, wenn ich brauche. Weil kann sein, dass wir vielleicht das Rezept für die Flintenmunition kriegen. Dann mache ich mir die. Okay, Jungs. Ja, komm her. Komm her. Also muss jetzt nicht unbedingt direkt herkommen. Also nicht jetzt so. Na komm. Na komm, du willst doch auch. Du willst doch auch, ich weiß es. Wow, okay. Beruhig dich. Die sind aber auch schnell, ey. Na komm her. Komm! Okay. Jeder Schuss zählt, Luca. Jeder Schuss zählt. Zack. Und Kraut, nice. Okay. Also da ist auf jeden Fall noch einer, mindestens. Wie viel Schuss haben wir? Okay. Für zwei würde es noch reichen. Und ich kann noch ein paar Schuss machen. Okay, nice, sehr gut. Oh. Okay, es sind auf jeden Fall noch zwei. Kann ich die irgendwie hier rauslocken? Weil ich sehe ja gar nichts in dem hohen Gras. Hallo? Oh. Okay. Alles gut, alles gut. Vielleicht kann ich den wieder rauslocken wie den einen. Das war gut. Freunde, kommt mal jetzt hier ran. Ihr wollt mich doch fressen. Von mir aus könnt ihr weiterleben. So, aber ihr wollt mir doch was Böses antun. Warum soll ich dann kommen? Da ist er. Ja, fuck. Ich hätte daneben geschossen, sag ich euch. Wo bist du, hä? Komm. Zack, Junge. Okay, da sind beide. Habt ihr gesehen? Jo, da sind auf jeden Fall beide. Zack. Links, rechts. Zack. Okay, nachladen. Nachladen. Alles gut. Alles gut, kein Stress, Luca. Fuck, ich bin ein bisschen im hohen Gras. Ich habe den Überblick verloren. Okay, einer gone. Da ist der zweite. Wow. Das war wichtig. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Nicht schlecht. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit. Zack. Okay, jetzt brauchen wir wieder Munition. Jetzt mache ich mir auch welche. Und nochmal. Und nochmal Erste Hilfe. Okay. Okay, es hätte auch schlimmer ausgehen können. Wir haben es gut gemeistert, finde ich. Wir haben es gut und okay gemeistert. Ist hier noch was? Ist es. Haha. Nice. Flintenmunition. Sehr gut. Okay. Auch direkt nachladen. Weil ihr merkt... Also ich spiele übrigens auf der normalen Schwierigkeit. Also nicht auf leicht. Ich glaube auch nicht auf der zweiten. Aber ich glaube auf der dritten. Ich meine die dritte. Auf jeden Fall Standard. Weil ich wollte es nicht zu leicht haben, weil dann... wäre es auch nicht mehr gruselig, wenn man halt durchgehend mit Munition einfach rumballern könnte. Ich finde, es ist gut. Also die Kämpfe sind anspruchsvoll, man muss aufpassen und gut zielen. Ich meine, ich ziele jetzt nicht wirklich besonders super, aber ich komme durch. Oh. Okay, wir gucken mal. Hier oben ist doch bestimmt noch irgendwas. Ah, guck mal. Weg. Ja, komm, Miranda, komm, trau dich. Ich warte nur auf dich.
Aber obwohl, lass mir ein bisschen mehr Zeit, bis ich ein bisschen mehr Schuss habe. Okay, hopp. So. Ich denke, hier komme ich nicht rein, ne? Shit. Oh. Menschen. Ey. Hallo. Close the door. Please. Hallo. Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Okay, dem geht's gar nicht gut. Keine Sorge, ich werde euch helfen, aber das machen wir in der nächsten Folge.